denn Edea greift nur mit Zaubern an. Und Karbunkel macht ein Schild vor uns, das wirft sämtliche Zauber wieder zurück zum Ursprung. Nun ist Edea zwar nicht so blöd, dann trotzdem mit Zaubern weiter anzugreifen, aber da sie nichts anderes großartig hat, versucht sie dann immer mit Anti-Z, was ich schon mal besprochen habe in einem der letzten Let's Plays, versucht sie immer mit Anti-Z meinen Schutzschild zu zerstören. Das heißt, wenn ich mit Rinoa ständig Karbunkel zaubere und immer mein Schutzschild wieder neu mache, hat Edea keinerlei Chance mehr, irgendwelchen Schaden zuzufügen. Und so werden wir sie hier auch besiegen, denn es ist eindeutig das Einfachere und Angenehmere. Darüber hinaus hat Rinoa sowieso nichts Großartiges. Keine großartige Freundschaft zu irgendeiner GF, die mir jetzt hilfreich wäre. So, dafür zieht sich das jetzt eine ganze Weile hin. So, ich zeige mal Karbunkel in vollem Glanze. So, ich weiß nicht ganz, was Karbunkel auf uns zaubert. Genau, Astralfaust ist ihre physische Attacke, die einzige, die sie hat, und die zieht 30 ab. Also, das kann sie gerne den ganzen Tag machen, wenn sie lustig ist. Ja, ich weiß nicht, was Karbunkel auf uns zaubert. Ich nehme mal an Shell und Protes, bin mir dabei aber nicht sehr sicher. Könnte ich eigentlich nachlesen? Ja, warum tut das eigentlich nicht? So, großes Final Fantasy Buch hinaus aufgeschlagen. Hier sind wir zufällig gleich bei den GF. Das trifft sich. Und jetzt muss ich aber erstmal kurz ins Kampfgeschehen eingreifen. Shiva. Gucken wir mal, was wir hier drawen können. Hier können wir nämlich recht gutes drawen, nämlich Vitra. Der stärkere Form von Vita. Z, Engel, Doppel. Wir lagen mit immer Vitra. Denn ich muss ja jetzt nicht die ganze Zeit Karbunkel machen, sondern eben nur, wenn sie ein oder zwei Schilde zerstört hat. Hier ein schöner Shot in den Ausschnitt. Und da geht schon das erste Schutzschild down, nämlich das von Irvine. Und dementsprechend werde ich in der nächsten Runde gleich wieder Karbunkel machen. Mit Rinoa. Und ich glaube, ich werde in der nächsten Runde auch mal Squall Brothers beschwören lassen. Einfach nur, um euch in diesem Part nochmal Brothers gezeigt zu haben. Denn das wäre doof, ich habe in diesem Part eben die GF gekriegt und es wäre eigentlich doof, wenn ich sie nicht mal zeigen würde. So, Karbunkel. Okay, Karbunkel zaubert anscheinend bloß Refleck auf uns. Das heißt, das Einzige, wofür Karbunkel da ist, also das Schild, was es macht, ist, dass Zauber wieder zurückgesendet werden an den Absender quasi. Naja. Dementsprechend nicht wirklich so toll. Weil wie gesagt, ich verlasse mich nicht darauf, dass der Gegner nur mit Zauber angreift. Sondern der macht's leider viel zu oft mit irgendwelchen physischen Attacken. Und aus dem Grund werdet ihr Karbunkel nicht mehr so häufig sehen. Den nochmal oben drauf. Wie gesagt, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Sie macht jetzt das letzte Anti-Z auf Squall, nehme ich an. Damit sind alle Schilde zerstört. Doch Karbunkel ist gleich wieder an der Reihe und richtet die Schilde wieder auf. Ich kurz ein wenig schmökern in dem Buch, ob es noch was Schönes zu erzählen gibt. Ja, hier steht auch bei Karbunkel im Text mit drin, das ist ein guter Schutz vor Gegnern wie Norg oder Edea, die vorwiegend mit Zaubern angreifen können. Also Norg werdet ihr später noch sehen. Stimmt, der greift auch bloß mit Zaubern an.
und halt hier Idea. Klappt übrigens nicht mehr im... Achso, Moment. Erstmal Rinderwahn zeigen. Kann ich noch nicht anfeuern. Nee. Hab ja auch kaum gekämpft. Um irgendwelche AP zu verdienen. So, das war die Brothers GF. Sehr, sehr lustig anzusehen. Wo war ich stehen geblieben? Achso, genau, dieser Trick mit, also der, ich nenne ihn mal den Karbunkel-Trick, der klappt nicht mehr beim nächsten Kampf gegen Idea. So viel verrate ich schon mal. Idea wird uns nochmal in die Quere kommen. Und da klappt es nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, sie greift dann einfach mit irgendwelchen harten physischen Attacken an. Auf jeden Fall klappt das nicht mehr, dass sie sich dann bloß auf unsere Schilde konzentriert. Was ja eigentlich ganz gut ist. Wie gesagt, einmal darf es ruhig klappen, um sich ein bisschen was zu vereinfachen. Aber wenn es jetzt jedes Mal gegen Idea klappen würde, das wäre aber auch langweilig. So. Ich schätze mal irgendwas zwischen einer und... Naja... 3 GF und sie sollte eigentlich kaputt sein. Ach verdammt. Das ist anfeuern, das macht mich fertig heute. So, noch ein bisschen Warn. Sie hat noch kein einziges Anti-Z mehr gezaubert. Das heißt, alle Schutzschilde dürfen noch aktiv sein. Das ist, glaube ich, übrigens auch was, was ich sehen würde, wenn ich dieses Auswahlmenü anhätte, von dem ich euch schon erzählt habe, wo ich den Gegner eben unten links sehen kann, in so einem Auswahlmenü, wenn ich angreifen möchte. Da sehe ich eben auch meine Leute und da sehe ich, glaube ich, auch die Zustandsveränderungen, die auf ihnen drauf sind. In diesem Fall würde ich dann eben sehen, Refleck. Bunkel mal machen, obwohl es eigentlich nichts mehr bringt. Denn ich glaube, nach dieser Doppelattacke von erst Shiva, dann Ifrit, sollte sie eigentlich ziemlich am Boden liegen. Na komm schon, das hältst du nicht aus. Du bist dem Druck nicht gewachsen. Ach verdammt. Ja, echt zäh. Und wie gesagt, wenn ihr, könnt ihr euch bestimmt vorstellen, wenn ich jetzt nicht diesen Karbunkel-Trick machen würde, würde sie ständig mit irgendwelchen ultrastarken Zaubern angreifen. Also ultrastark heißt jetzt, im Sinne von zieht mir bestimmt 100 bis 200 HP ab. Und naja, das könnte schon zum Problem werden. Wobei ich dann natürlich den Vorteil hatte, dass ich mit Limit Breaks angreifen kann. Was mir dann natürlich auch wieder einen kleinen Vorteil gibt. So, glatte 600. Wenn das mal nicht ein Schlusstreffer ist... Nee, ist er nicht. Dann versuchen wir jetzt einfach unser Glück und hauen nochmal einfach so drauf. Ha! Verfluchte Seeds! Sehr schön. Wie immer keine Experience bei Bosskämpfen. Dafür ein Haufen AP. Na gut, 20. Quetzalcoatl hat nichts Neues gelernt. Also schon was Neues gelernt, aber ich habe vergessen, ihm eine neue Ability zuzuweisen, die er lernen soll. Genau das gleiche bei Sirenen. Borsas kann anfeuern. Also beim nächsten Mal muss ich mich daran erinnern. Mal die GFs wieder durchgehen und die Abilities neu auswählen, die sie lernen sollen. Aber schaut euch erstmal das Ende von CD1 an.
Tja, sehr, sehr traurig. So, speichern. So, das war die epische CD1 von Final Fantasy VIII. Ich hoffe, ich habe heute alles auf Band und muss es nicht noch einmal spielen. Denn das würde mich noch ein bisschen mehr ankotzen als das letzte Mal schon. Aber ich habe ja jetzt zwischendurch immer mal Pause gemacht und das sah soweit ganz gut aus. So, Freunde, meine Arbeit ist heute noch nicht getan. Ich muss das jetzt noch alles zusammenschneiden und in Parts schneiden und hochladen und dies und das und jenes. Aber das war's für heute. Freut mich, dass ihr zugesehen habt. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die zweite CD. Da geht's wieder ganz schön rund. Wir werden alte Bekannte wieder treffen, neue Freunde, neue Feinde. Ach, wie es eben so ist. Es wird hin und her gehen. Und ja, das war's von mir. Liebe Freunde, habt noch einen schönen Restsonntag mit meinen Videos. Beziehungsweise jetzt ja auch nicht mehr, wenn ihr das seht, denn dann habt ihr einen schönen Restsonntag mit meinen Videos gehabt. Und dementsprechend schöne nächste Woche. Wir sehen uns am nächsten Wochenende wieder mit Final Fantasy VIII und vielleicht schon Minecraft. Also, macht's gut. Tschüss.